Ich denke, es ist klar, dass spätestens seit dem Aufkommen der AfD der Kampf gegen Rechts und gegen Faschismus in Deutschland auch wieder zum Mainstream-Thema geworden ist. Das heißt nicht nur für Linke, aber natürlich auch gerade für Linke eine zentrale Aufgabe darstellt und eine, aufgrund derer sich zahlreiche Menschen auch nach links politisieren. Aber auch zum Beispiel die Anschläge von Hanau, die Anschlagsserie des NSU und auch Terrornetzwerke wie Blood and Honor, Combat 18, sollten uns eigentlich klar machen, wie ernst wir dieses Thema nehmen müssen. Auch rechte Populisten wie Trump, Bolsonaro oder Orban setzen eigentlich die Faschismusfrage faktisch auf die Tagesordnung, wobei hier schon eine Unklarheit zum Vorschein tritt, die symptomatisch ist. Wer oder was fällt eigentlich unter den Begriff Faschismus und welche Schlüsse sind daraus zu ziehen? Und hier stellt sich schnell heraus, dass diese Frage selbst in der politischen Linken völlig unterschiedlich beantwortet wird. Während bei Gruppen wie dem Dritten Weg oder der NPD, deren faschistischer Charakter quasi als Konsens gilt, ist das bei anderen Organisationen und Parteien dann deutlich kontroverser. Ist zum Beispiel die AfD faschistisch? Oder sind einzelne Politiker der AfD faschistisch? Ist Trump faschistisch? Ist Trump eine faschistische Regierung? Es gibt einige wiederum, die behaupten, dass wir doch eigentlich schon längst im Faschismus leben. Also gerade in den USA ist das in Teilen der Linken relativ verbreitet, weil man ja so Sachen hat, wie dass die Polizei einfach regelmäßig unschuldige Menschen tötet. Und das kommt vielen dann doch wie Faschismus vor. Auch wenn aber diese Fragen von einigen als rein moralisch gedeutet werden, das heißt, wenn wir Gruppe X nicht als faschistisch bezeichnen, dann verteidigen wir sie damit ja, geht es hierbei ja eigentlich bereits darum, wie wir das Phänomen Faschismus tatsächlich definieren. Und in eben dieser Frage findet in der politischen Linken, gerade in Deutschland, eigentlich so gut wie gar keine ernsthafte Begriffsklärung statt. Und das ist ein Problem, weil wir den politischen Kampf nicht führen können, ohne die Dinge zu verstehen, die wir entweder erreichen oder eben bekämpfen wollen. Deshalb wollen wir versuchen, heute ein bisschen Klarheit in die Sache zu bringen, indem wir erörtern, welche Erfahrungen die Arbeiterbewegung und speziell die Sozialisten mit dem Gegner in Form des Faschismus gemacht haben und welche Schlüsse wir daraus zu ziehen haben. Ja, ich fange erstmal mit so ein bisschen einem historischen Abriss an. Der Faschismus ist zuerst in Italien aufgetaucht, wo nach dem Ersten Weltkrieg faktisch eine Revolution ausgebrochen ist, also ähnlich wie auch in Russland, die sich aber verlaufen hat, weil eben die Organisationen, die damals die Arbeiterbewegung bestimmt haben, nie versucht haben, das System zu stürzen. Und die ersten Faschisten waren faktisch Banden, die zum gewaltsamen Streikbruch, es gab damals gerade in Norditalien sehr, sehr viele Streiks, und diese Leute wurden eben zum gezielten Streikbruch eingesetzt, gewaltsam, indem sie eben auf streikende Arbeiter und auf Streikposten losgegangen sind und waren also direkte Verbündete oder Hörige der örtlichen Fabrikanten. Diese Banden hat schließlich Mussolini unter dem Banner eines reaktionären Programms gesammelt, flankiert mit pseudo-revolutionären Phrasen und hat aus ihnen seine Schwarzhemden und letztlich die erste faschistische Partei geformt. Die Faschisten sind also mit gezieltem und offenem Straßenterror gegen all ihre Feinde, vor allem Kommunisten und Teile der Arbeiterbewegung vorgegangen. Von den Behörden sind sie dabei konsequent geduldet worden. Also es ist, die Polizei ist, wie man das auch immer wieder in anderen Ländern gesehen hat, sehr wenig gegen die Faschisten vorgegangen. Und durch diese Kombination aus Terror und eben durch den man sich stark fühlen konnte, so einer pseudo-revolutionären Demagogie, und eben diesen Nationalismus, der den Faschismus ausgemacht hat, konnte die faschistische Partei in Italien eben einen Massenanhang rekrutieren, also wirklich Hunderttausende stark.
Vor allem eben aus dem städtischen Kleinbürgertum, das heißt Kleinunternehmer, Ladenbesitzer etc., der Bauernschaft und eben teilweise auch Offizieren, die jetzt keine besonders große Gruppe da sind, aber dafür umso begeistertere Anhänger waren, wohingegen halt Lohnabhängige eigentlich gar nicht für ein faschistisches Programm oder ja, eine faschistische Organisation zu gewinnen waren, ganz einfach, weil die sich einfach als ja, aufgrund des Verhältnisses und des Umgangs mit der Arbeiterbewegung mussten die natürlich als offene Feinde betrachten. Die italienische Arbeiterbewegung, die ja damals sehr zahlreich war, hat auf diese Angriffe zunächst, also an der Basis, mit aktiver Selbstverteidigung reagiert, was auch in der Regel erfolgreich war. Also wenn sich die Arbeiter zusammengetan haben und in großen Gruppen die Faschisten konfrontiert, dann hat das normalerweise gewirkt. Das Problem war aber, dass die damals führende sozialistische Partei in Italien das zu militant gefunden hat. Und weil sie eben darauf gehofft haben, dass die Behörden eingreifen, um den Faschismus zu stoppen, mit der Logik, dass ja das, was die Faschisten machen, offensichtlich völlig illegal ist. Also muss doch die Partei, muss doch der Staat was dagegen tun. Und gleichzeitig wollte sich die SP eben keine unnötigen Feinde machen und hat ihre Anhänger und letztlich auch ihre Leute in den Gewerkschaften von militanter Gegenwehr gegen die Faschisten abgehalten. Und die SP wollte dann auch immer wieder mit Mussolini einfach diskutieren, in der Hoffnung, dass man ihn eben ideologisch entlarven kann. Und diese Politik ist aber grandios gescheitert und hat das letztlich möglich gemacht, dass Mussolini mit seinen Gewaltbanden relativ ohne erhebliche Gegenwehr an die Macht kommen konnte, mit seinem Marsch auf Rom. Und das war, glaube ich, schon 1923. Und hat damit den ersten faschistischen Staat errichtet. In der Folge sind dann auch die Organisationen der Arbeiterbewegung faktisch vollständig liquidiert worden in Italien. Die neue Regierung, das muss man aber auch sagen, hat im Prinzip nur die Politik der vorherigen Regierung fortgesetzt, nur halt viel aggressiver. Ja, das heißt, da hatte man dann auch Lohnsenkungen, Deregulierung, soweit das damals möglich war, und eben Verteidigung der Profite des großen Kapitals vor allem. Was eben alles nach der Zerschlagung der Gewerkschaften und mit den eben diesen Banden von Schwarzhemden im Rücken viel, viel einfacher war. Genau aus dem Grund, weil eben inhaltlich diese Politik der Verelendung durchgeführt wurde, hat es aber auch im Lager der Faschisten selbst immer wieder erhebliche Zerwürfnisse gegeben. Clara Zetkin hat an einem Mitte der 20er einen Vortrag vor dem Zentralkomitee der Komintern, glaube ich, gehalten, wo sie sehr weitläufig auf den Faschismus in Italien eingegangen ist und da auch nochmal genau erklärt hat, welche Gruppen innerhalb der Faschisten da immer wieder gemeutert haben oder einfach was anderes gemacht haben, als ihnen von oben gesagt wurde. Und dazu ist es unter Mussolini immer wieder gekommen, aber es gab eben nie organisierten Widerstand, weil die Organisationen, die dazu notwendig gewesen waren, eben zerstört worden waren. Die Revolution, die in Italien durch Mussolini unterdrückt worden war, ist erst 1943 wieder ausgebrochen. Diesmal mitten im Krieg, aber dafür umso heftiger. Also da war die Situation so, die waren den Krieg am Verlieren. Die herrschende Klasse hat Mussolini selber in der Palastrevolte abgesetzt. Und das hat aber dazu geführt, dass praktisch, also das war der Anstoß dafür, dass dann Hunderttausende Arbeiter angefangen haben zu streiken oder sich in Partisanengruppen zu organisieren, ihre Fabriken zu besetzen. Und also das war dann auch der Startpunkt einer eigentlich zumindest für Westeuropa weiten revolutionären Situationen, die mindestens bis 1947 in Westeuropa angedauert hat.
In Deutschland, dem deutschen Faschismus, war die Entwicklung etwas eine andere. Hier war die Arbeiterklasse von Anfang an sehr viel besser organisiert und auch besser bewaffnet als irgendwo sonst. Also das war damals eben die bestorganisierte Arbeiterbewegung auf der ganzen Welt und eben auch gesellschaftlich viel mächtiger als in dem noch vergleichsweise bäuerlichen Italien. Hier hatte mal zum Vergleich die SA der Nazis 1932, glaube ich, so eine halbe Million Mitglieder. Die Milizen von KPD und SPD und was die Gewerkschaften hatten, waren gemeinsam ungefähr doppelt so viele. Und nur zum Vergleich, die Reichswehr hatte nur 100.000 bewaffnete Soldaten aufgrund des Versailler Vertrags. Und der britische Marxist Ted Grant hat mal in einem seiner sehr guten Texte über den Faschismus in Deutschland angemerkt, dass diese Arbeitermilizen damals wahrscheinlich besser bewaffnet waren als das, was die Briten im Zweiten Weltkrieg zur Verteidigung ihrer, also zur Landverteidigung ihrer Insel hatten. Also das war, die waren sehr gut organisiert und sehr gut bewaffnet und wahrscheinlich hätten diese Kräfte auch problemlos gereicht, um die Nazis im offenen Kampf zu schlagen. Noch viel mehr, wenn eben die Parteien und die Gewerkschaften ihre millionenfache Anhängerschaft zu Generalstreiks aufgerufen hätten, weil eben für die meisten, vor allem Arbeiter, die Gefahr, die von den Nazis ausging, ziemlich offensichtlich war und die waren sehr wohl bereit, da bis zum Ende Widerstand zu leisten, einfach weil es offensichtlich war, was mit ihnen passieren würde, wenn die Nazis an die Macht kommen. Und genau dazu ist es aber nicht gekommen. Warum? Fakt ist, dass die Spitzen beider Arbeiterparteien, sowohl als auch die Gewerkschaften, aus verschiedenen Gründen völlig falsch agiert haben. Und beide haben, also die einen haben fälschlicherweise auf die Solidität des Rechtsstaats zur Verhinderung der Diktatur gesetzt, also vor allem die SPD und die Gewerkschaften haben gesagt, naja, das ist ja das, was Hitler will, ist ja völlig illegal. Wir müssen fordern, dass der Staat was dagegen macht, dass die Polizei gegen die agiert, etc. Und eben selber keinen Bürgerkrieg riskieren. Die KPD auf der anderen Seite hat einen gegenteiligen, aber genauso falschen Schluss gezogen, nämlich den, da ja faktisch schon über Dekrete regiert wurde und die Weimarer Republik jetzt auch nicht besonders demokratisch ist, war die KPD der Meinung, dass in Deutschland sowieso schon Faschismus existieren würde und haben demnach den Unterschied, also das, was passieren würde, wenn Hitler zum Kanzler wird, völlig unterschätzt. Und ja, eben nicht verstanden, was passieren würde. Im Gegensatz zu den meisten, das muss man sagen, den meisten der Anhänger dieser Parteien, die die Gefahr sehr wohl gesehen haben. Das hat aber dazu geführt, dass eben die Spitzen der Arbeiterbewegung eben ihre Leute versucht haben, möglichst ruhig zu halten und faktisch diese Organisationen in aller Seelenruhe 1933 ihre eigene Liquidation abgewartet haben. Die Gewerkschaftsführer haben es daher noch fertiggebracht, noch am 1. Mai 1933, das heißt Monate nachdem Hitler an der Macht war, sich von den neuen Herrschern auf irgendwelche nationalistischen Parolen einschwören zu lassen, nur um einen Tag selber, später selber sang- und klanglos aufgelöst zu werden. Die Errichtung der faschistischen Diktatur ist in Deutschland somit quasi gelungen, ohne dass auch nur eine Fensterscheibe zu Bruch gegangen wäre, erstmal. Und gerade das macht diese Niederlage gegen die Faschisten zur wahrscheinlich schwersten Niederlage, die die Arbeiterbewegung überhaupt in der Geschichte erlitten hat. Gerade in politischen Auseinandersetzungen spielen Psychologie und Moral ja eine entscheidende Rolle und es ist nichts katastrophaler, als einem erklärten Todfeind kampflos das Feld zu überlassen. Zumal die meisten
die meisten Menschen ja auch nicht den Faschisten das Feld überlassen können, sondern die können ja nicht weg, sondern die warten dann eben, die müssen dann eben warten, bis sie selber bis sie selber die nächsten Opfer werden. Und dementsprechend wäre selbst ein völlig aussichtsloser Kampf, was er ja nicht gewesen wäre, wahrscheinlich 1000-mal weniger verheerend gewesen als das, was in Deutschland passiert ist. Zusammen mit der faktischen personellen Liquidierung der Arbeiterbewegung durch die Nazis, die im Übrigen deutlich schneller und gründlicher vorgegangen ist, als das noch in Italien der Fall war, dass dieser psychologische Schlag praktisch zur völligen Auflösung der riesigen Kräfte geführt, die vor 1933 und schon Jahrzehnte davor in Deutschland auf Seiten der Arbeiterklasse bestanden haben. Und das ist eine Sache, von der sich faktisch die Arbeiterbewegung in Deutschland bis heute nicht erholt hat. Es gibt dann immer einige besonders eifrige Demokraten, die sagen würden, ja, aber wenigstens haben wir uns nicht dazu herabgelassen, einen Bürgerkrieg gegen die Nazis zu führen. Das wäre ja viel schlimmer gewesen. Dazu sollte man sich einfach bewusst sein, dass der Faschismus nichts anderes ist als der auf die Spitze getriebene Bürgerkrieg. Also ich würde sagen, dass eigentlich jede kapitalistische oder jede Klassengesellschaft immer ein Element des Bürgerkriegs in sich trägt, aber sowohl die Revolution als auch der Faschismus stellen halt praktisch die Vollendung des Bürgerkriegszustands dar. Und indem man den Faschismus dann gewinnen lässt, hat man nichts anderes geschafft, als dass ein Bürgerkrieg gegen einen geführt wird, wo sich eine Seite nicht mehr wehrt, was, wie man sieht, eben völlig katastrophal ist. Nach dem Krieg war die Bewegung, die Arbeiterbewegung in Deutschland faktisch ein Schatten ihrer selbst, während sie eben in Ländern wie Italien, Frankreich oder Großbritannien erst nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich mächtig geworden ist, wo dann die kommunistischen Parteien in Italien und Frankreich auch Hunderttausende Mitglieder und Millionen Anhänger hatten und noch mehrere revolutionäre Situationen eingetreten sind, was in Deutschland nie der Fall war. Allerdings muss man sagen, trotzdem hat sich gezeigt, dass diejenigen, die den Faschismus in Deutschland überlebt haben und ihre Nachfolger, die Lektion durchaus insofern gelernt haben, dass ihnen eben sehr, sehr bewusst ist und war, wie schlimm der Faschismus ist. Und es ist auch nicht wahr, dass nach 1945 alle Deutschen halt einfach Nazis waren. Also es ist zum Beispiel so, als die ersten rechten Gruppen nach dem Krieg wieder auf die Straße wollten, sind die gehindert worden, nicht dadurch, dass es irgendwie ein staatliches Verbot gab, sondern dass die Gewerkschaften eben Blockaden und Gegenproteste organisiert haben, wohl wissend, mit was für einem Gegner sie es zu tun hatten. Und und auch heute würde es sicher eine ganz andere Reaktion geben, wenn richtige Faschisten wieder Massenzulauf hätten oder eben in die Nähe der Staatsgewalt kommen würden. Stellt sich also die Frage, was hat den Faschismus als Staatsform eigentlich ausgemacht und welche Rolle hat er in der Klassenauseinandersetzung gespielt? Wichtig ist zu bedenken, dass sowohl in Deutschland als auch Italien die herrschende Klasse, also die wichtigen Kapitalisten, selber den Faschisten zur Macht verholfen haben. Bei Hitler ist es so, also die NSDAP hatte nie Wählermehrheiten, sondern die kapitalistischen Parteien haben sich zu einem bestimmten Punkt ganz klar entschieden, Hitler zum Kanzler zu wählen und das alles mitzutragen. Also im Prinzip fast alle Parteien außer KPD und SPD haben das gemacht. Die Besonderheit beim Faschismus liegt und das, was eben das ermöglicht, was den Faschismus ausmacht, liegt eben in der Kombination der Staatsgewalt, die ja schon besteht, mit dem Massenanhang, den der Faschismus mitbringt. Also der Staatsapparat mit seinen Beamten, der durch so eine revolutionäre Krise immer auch ein Stück weit gespalten wird, hätte es nie erreicht, die gesamte
erreicht es in keinem Land jemals, die gesamte Arbeiterbewegung zu liquidieren. Ja, also das hat auch der Zar in Russland nie geschafft, etc. Egal wie, was die für brutale Polizeimethoden benutzt haben. Ja, das kann eigentlich keine noch so schlimme Diktatur. Aber eben diese Massenbewegung, die die Faschisten hinter sich sammeln in Deutschland in Form von 500.000 SA-Milizionären, ist eben genau das, was den Unterschied ausmacht und es tatsächlich ermöglicht, eine Massenbewegung, also die Arbeiterbewegung und auch alle anderen irgendwie demokratischen, zivilgesellschaftlichen Instanzen völlig auszurotten. Und das ist das, was den Faschismus ungewöhnlich macht. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass dieser Massenanhang genau der Schwachpunkt des Faschismus ist. Und es ist ja nicht ohne Grund so, dass in Deutschland zum Beispiel die SA bereits nur 2 Jahre nach der Machtübernahme selber liquidiert worden ist, weil sie einfach mit den Forderungen, die die Leute, die dort dazugehört haben, gestellt haben, viel zu gefährlich für die Nazis war. Das war auch deshalb notwendig, weil es eben grundsätzlich so ist, dass der Faschismus genau die gesellschaftlichen Gruppen untergräbt, auf die er sich stützt. Ja, das städtische Kleinbürgertum und auch die Bauernschaft. Was der Faschismus ja macht, ist, dass er es ermöglicht, das Lebensniveau der Gesellschaft faktisch maximal herabzudrücken. Also normalerweise ist es so, wenn die herrschende Klasse irgendwie daran geht, den Arbeitern die Löhne zu kürzen, die Gewerkschaften zerschlagen zu wollen, etc., dann stößt das immer auf Widerstand. Und der Faschismus eliminiert praktisch die Möglichkeit dieses Widerstandes und ermöglicht es, dass praktisch nur noch, dass die Mehrheit der Bevölkerung nur noch minimalst Ressourcen zukommen. Das kann man zum Beispiel daran sehen, ich glaube, sowohl in Italien als auch in Deutschland hat einfach der Verbrauch von Lebensmitteln, von Grundnahrungsmitteln durch die Mehrheit der Bevölkerung sowohl unter Hitler in Deutschland als auch unter Mussolini in Italien in Friedenszeiten um ein Viertel abgenommen. Also ich glaube, das war tatsächlich so viel. Und das ist natürlich so, dass das Kleinbürgertum und die Bauernschaft gehören bei sowas immer zu den Hauptverlierern, weil sie eben nicht da sie praktisch selber auf eigene Rechnung arbeiten und nicht Lohnarbeiter sind und auch in der Produktion, also dem, was den Kapitalismus eigentlich ausmacht, keine erhebliche Rolle spielen, sind sie da und Teil der Mittelklasse sind, die dann praktisch liquidiert sind sie mit die Hauptverlierer von dem, was dann passiert. Und das führt dazu, dass der Faschismus nach einiger Zeit eben seine eigene Grundlage, also seine Grundlage als Faschismus durch Massenanhang agieren zu können, untergräbt. Das hat man relativ gut gesehen in Spanien, was ja das dritte historische Beispiel von einem faschistischen Staat ist. Da hat dieser Staat ja faktisch 30 Jahre oder so bestanden. Und man hat eben faktisch gesehen, dass das Regime von Franco über die Jahrzehnte immer schwächer geworden ist und dann auch zu seinem Endpunkt eine quasi revolutionäre Situation entstanden ist. Was man auch, glaube ich, anmerken muss, ist, dass der ideologische Unterschied zwischen Faschisten und anderen Rechten, also rechtskonservativ, eigentlich nicht wirklich erkennbar ist. Ja, also von dem, was sie theoretisch wollen und was sie sagen und wie sie die Uhr zurückdrehen wollen, sind die sich sehr ähnlich. Nur die Faschisten haben eben andere Methoden. Faschisten haben den Straßenterror. Faschisten haben immer noch so eine Demagogie von Pseudo-Revolution, wir wollen eigentlich das System stürzen, auch wenn sie das nie machen. Und
Aufgrund dessen haben sie diesen Massenanhang, mit dem sie arbeiten können, wenn sie den haben. Was sie ja nicht in jeder Situation haben, aber in den Situationen, wo der Faschismus an die Macht gekommen ist, hat er das immer gehabt. Ja, deswegen kann man sagen, also die ideologischen Positionen, um darüber zu entscheiden, ob jemand jetzt faschistisch ist, das funktioniert bestenfalls bei Einzelpersonen. Ja, da kann man jetzt sagen, okay, der hat eine Einstellung, die faschistisch ist. Aber bei einer Organisation oder einem Staat muss man dann eben schon gucken, was sind die Mittel, die angewendet werden, was ist der Klassenstandpunkt, mit welchen Methoden arbeiten die etc. Auch noch ein wichtiger Faktor ist, dass der Faschismus vor allem in Deutschland, aber auch in Italien eben zwangsläufig zum Krieg geführt hat. Und zwar deswegen, weil eben die kapitalistische Wirtschaftskrise, die bestanden hat, ja, in Form von, dass es eben für die Produkte keinen Absatz mehr gab, die hat der Faschismus so überwunden, also der faschistische Staat, dass man gesagt hat, ja, der Staat baut jetzt Waffen auf Pump, ja, weil natürlich der Staat hatte nicht irgendwie die Mittel, um die Wirtschaft zu retten, aber sie konnten eben sich Geld leihen und ganz viele Waffen kaufen, wodurch dann die Nachfragefrage geklärt war. So, dadurch haben sie die Arbeitslosigkeit eliminiert und praktisch einen scheinbaren Aufschwung verursacht, aber eben diese ganzen Schulden, die dadurch entstehen, dass man Waffen kauft, können eben nur abbezahlt werden, indem man die Waffen dann benutzt, um irgendwo anders einzumarschieren und sich das Geld von denen zu holen. Ja, und somit muss man eben sagen, dass zumindest in 2 von 3 Fällen der Faschismus zwangsläufig zum Krieg geführt hat. Ja, dann ist noch die eigentlich interessante Frage, nämlich wie wir dem Faschismus, also welche Bedrohung und welche Gefahren heute vom Faschismus ausgehen und wie wir ihn zu bekämpfen haben. Also es ist so, wir haben heute natürlich keine faschistischen Massenorganisationen. Trotzdem merkt man, dass sich die Situation deutlich verschoben hat in den letzten 10 Jahren und auch auf jeden Fall in der politischen Repräsentation sich Deutschland nach rechts bewegt hat. Ja, also mit der AfD gibt es eben eine rechtspopulistische Kraft, die den rechten Gruppen erheblichen Rückenwind gibt und eben auch die Debatten, die stattgefunden haben, haben den Rückenwind gegeben. Allerdings muss man auch anmerken, diese tatsächlich faschistischen Gruppen, also die mit Terror etc. Gewalt arbeiten, sind nicht wirklich zahlreicher geworden, also deren Mitgliedschaften. Aber sie sind eben aktiver und aggressiver geworden. Ja, also das sieht man in den ganzen Angriffen auf Asylheimen und in teilweise die Kontrolle über die Straßen, die im Osten haben. Außerdem wissen wir eben, dass es auch eine gewisse Anzahl Faschisten im Staatsapparat gibt. Wir wissen, dass diese ganzen rechten Terrorgruppen, wie zum Beispiel Combat 18, vom Staat nicht verfolgt werden, obwohl sie echt wirklich scheißgefährlich sind und irgendwelche Politiker ermorden. Und außerdem heißt Combat 18 ja übersetzt buchstäblich Kampfgruppe Adolf Hitler. Aber irgendwie sind die erst verboten worden, 3 Monate oder sogar länger, 6 Monate, nachdem sie einen CDU-Politiker getötet haben. Das ist schon auffällig. Trotzdem muss man eben sagen, dass die Faschisten nicht kurz davor sind, die Macht zu übernehmen. Also die haben keinen Massenanhang. Die offenen faschistischen Gruppen sind sehr, sehr klein. Die AfD ist, wenn man die Definition zugrunde legt, die wir uns vorher angeschaut haben, die AfD macht selber keinen Straßenterror und hat auch nicht irgendwie eine Massenmitgliedschaft, sondern es ist eben eine rechtspopulistische Kraft, die auch, und das ist auch ein erkennbarer Unterschied, die gehen halt nicht gezielt gegen die Gewerkschaften oder so vor. Und wenn sie das machen würden, dann würde sich auch ihre Wählerschaft wahrscheinlich völlig umwälzen.
würden sich damit wahrscheinlich erheblich schaden. Und faktisch ist es ja so, dass die in Deutschland die Antifaschisten auch bei solchen Demos meistens in der Überzahl sind. Trotzdem muss man sagen, ist das, was gemacht wird im Vergleich zu den Möglichkeiten, die bestehen, eigentlich zu schwach. Aus Sicht der Arbeiterklasse ist es eigentlich so, dass der Kampf gegen den Faschismus immer zwei Komponenten haben muss, nämlich einmal die physische und einmal die politisch-ideologische. Ja, also einmal eben muss man die Selbstverteidigung organisieren, muss man verhindern, dass die Faschisten auf die Straße gehen, weil sobald sie auf die Straße gehen, fangen sie an, Leute zu verprügeln. Das dürfen wir nicht zulassen. Und das heißt, wir müssen eben in Form von Gegendemos oder notfalls auch Schutzkomitees unsere Selbstverteidigung organisieren. Aber der Faschismus muss eben auch ideologisch bekämpft werden. Ja, das heißt, durch ein Programm, ja, indem man ein Programm aufstellt, das eben die pseudo-revolutionäre Rhetorik der Faschisten überführt und auch diesen Pseudo-Anspruch auf irgendwie irgendwas Soziales zu machen. Und das kann man eben nur, indem man wirklich glaubwürdige Vorschläge macht, wie die sozialen Missstände in der Gesellschaft gelöst werden können. Und das glaubwürdig zu machen, läuft eigentlich auf ein sozialistisches Programm raus, ja? Weil es eben diese Missstände im Kapitalismus immer geben wird. Und Fakt ist aber, dass man eben, also der Kampf gegen den Faschismus muss immer diese beiden Komponenten haben. Es reicht nicht, eins zu machen. Und in der Regel ist es gerade in Deutschland so, dass immer eins von beiden vernachlässigt wird. Also man hat einerseits, und meistens ist es das Ideologische, meistens ist es das Politische. Ja, man hat zwar viele Antifaschisten, die faktisch auf jede Demo fahren und damit sicher gehen, dass die Faschisten nicht marschieren können, zum Beispiel der dritte Weg, aber man stellt eben kein Programm auf, das den Faschisten wirklich auch von den Ideen her die Zähne ziehen kann. Und das stellt natürlich auch die Frage, wenn man antifaschistische Bündnisse aufbaut, wer sind denn mögliche Partner? Ja, weil ganz oft wird gesagt, ja, wir müssen, weil faschistische Gruppen so eine große Gefahr sind oder auch die AfD, müssen wir ja praktisch mit jedem zusammenarbeiten, der irgendwie nicht faschistisch ist oder jeder, der irgendwie demokratisch ist. Aber wenn wir es eben aus der von dem Blickwinkel betrachten, dass man immer den Faschismus nicht nur physisch bekämpfen muss, sondern auch politisch und ideologisch, das heißt, mit einem Programm, der den Faschismus entlarvt, dann geht das natürlich auch nur mit Organisationen zusammen, die das auch wirklich wollen. Und da liegt meiner Meinung nach auch einer der Hauptschwachpunkte von jetzigen antifaschistischen Bündnissen. Weil es ist ja so, dass die bürgerliche Politik, ja, das heißt praktisch angefangen von CDU, aber bis hin zu SPD und Grünen, nicht nur die Verhältnisse geschaffen haben, also in Form von Sozialkürzungen etc., die den Faschismus, den faschistischen Gruppen oder der AfD auch Rückenwind geben, sondern sie haben ja sogar teilweise die Parolen vom Zaun gebrochen und die, also gerade die CDU, eben die Stimmung gemacht, die dazu geführt hat, also die dem Rassismus Vorschub geleistet haben. Ja, also diese Rhetorik gegen Asylbewerber, die kommt ja gerade aus den 90ern, ist die aus dem CDU-Lager gekommen. Und auch die Hetze gegen den Islam, das ist was in Deutschland sehr, sehr Mainstream-tauglich eigentlich ist, ja, auch wenn man das nicht so offen macht. Aber es ist, also wenn man sich die beispielsweise vom Spiegel die Titelseiten der letzten 20 Jahre anguckt, die mit dem Islam zu tun haben, dann ist es extrem regelmäßig, wie sehr der Islam mit Gewalt in Verbindung gebracht wird. Ja? Und dadurch zeigt sich eben schon, dass
dass die politische Mehrheitsgesellschaft oder jedenfalls die Herrschenden eben schon den Grundstein dafür gelegt haben, woran die Faschisten anknüpfen. Ja? Also es ist so, dass im Kapitalismus immer versucht wird, die Gesellschaft zu spalten, ja, indem gesagt wird, ja, du bist nicht schuld, jemand anderes ist schuld, der da drüben ist schuld, der Arbeitslose ist schuld, der Ausländer ist schuld, die Chinesen sind schuld. Und die Faschisten knüpfen praktisch immer daran an und sagen dann, ja genau, die sind schuld, aber die sind auch wirklich schuld und deswegen müssen wir jetzt was gegen die machen und wir sind die Einzigen, die das machen. Und eben diese Vorgehensweise der Faschisten kann man eben nur an der Wurzel angreifen, kann man nur angreifen, wenn man nicht nur die Faschisten direkt angreift, sondern praktisch das ganze System, an das die Faschisten anknüpfen, wenn sie sagen, ja, die und die Leute sind das Problem, und wenn sie eben die eigentlichen Probleme im Faschismus, im Kapitalismus außen vor lassen. Was bedeutet das für uns? Meiner Meinung nach heißt das also eben, ja, man muss immer das zusammendenken. Ja, man braucht eben gezielte Selbstverteidigung gegen faschistische Organisationen. Man braucht aber eben auch ein Programm, mit dem man die bekämpft. Und jedes Bündnis gegen Faschisten kann nur auf der Grundlage von beidem entstehen. Und das heißt, jeder, der nicht bereit ist, einerseits in irgendeiner Form gegen Faschisten auf die Straße zu gehen, das muss jetzt nicht gewaltsam sein, aber zumindest auf die Straße zu gehen, oder nicht bereit ist, ein Programm aufzustellen, das dem, was jetzt in unserem Staat gemacht wird, sich genauso entgegenstellt wie den Faschismus und sagt, das muss an der Wurzel bekämpft werden, wir müssen das System ändern, wir müssen aufhören, auch nur implizit irgendwie andere Leute für das verantwortlich zu machen, für die Missstände verantwortlich zu machen, die nichts zu sagen haben. Also ein Programm gegen die Faschisten kann nur auf dieser Basis aufgebaut werden. Das heißt, wir müssen zum Beispiel auch gegen den Tag der deutschen Zukunft demonstrieren, der jetzt dieses Jahr im Juni in Worms stattfinden kann. Es wird wohl, das wird ein bisschen schwierig, weil es eben die Auflagen gibt und die Auflagen funktionieren so, dass die Nazis wahrscheinlich in irgendeiner Form marschieren können, aber gegen Protest wird halt echt schwierig. Das heißt aber auch eben, dass man sich mit dem Problem Faschismus immer wieder inhaltlich auseinandersetzen muss. Das heißt, eigene Veranstaltungen machen und es heißt aber auch, dass man eben in die antifaschistischen Proteste immer auch ein Programm reinträgt, ja, in Form von Flugblättern oder Redebeiträgen, indem man sagt, wir müssen das Problem an der Wurzel anpacken, wir müssen den Faschismus auch ideologisch bekämpfen. Und gleichzeitig muss man natürlich auch von anderer Seite her den Versuch entgegentreten, der ab und zu mal gemacht wird, den Faschismus nur ideologisch zu bekämpfen und nur zu sagen, ja, wir haben ja ein Programm, das offensichtlich zeigt, dass der Faschismus falsch ist, deswegen müssen wir jetzt nicht mehr auf die Straße gehen. Das ist nicht ganz so verbreitet, gibt es aber auch. Und wir müssen uns halt klar werden, dass nur in der Kombination vom gemeinsamen Kampf gegen die sozialen Missstände, gegen die Probleme des Kapitalismus und den Kapitalismus selber, in Kombination mit der Selbstverteidigung gegen Faschismus, dass nur das dem Faschismus auch wirklich das Handwerk legen kann und den faschistischen Organisationen, weil faktisch in unserem jetzigen System werden die immer irgendwo dabei sein. Ja? Im jetzigen System sind die nicht loszuwerden. Die sind nur loszuwerden durch die soziale Revolution und gleichzeitig ist der Kampf gegen die Faschisten auch ganz klar ein Teil der Vorbereitung der sozialen Revolution.